Drehst du schon? Also. Armin, was denkst du, oder... Was geht in deinem Kopf vor, wenn du die Idee hast und dann, was passiert dazwischen bis zur eigentlichen Fertigstellung des Bildes bzw. der Fotografie? Also es gibt, es passiert sehr viel, denn eigentlich ist die Vorbereitung das viel Wichtigere. Also es geht monatelang über, was passiert, Moodboards, Scribblen. Das Fotografieren geht in 5 Minuten. Also das Bild entsteht, es ist eine lange, lange Phase, es ist eigentlich wie eine Skulptur bauen. Es ist wie eine Skulptur bauen, die ich dann erschaffe. Ich erschaffe ein Bild und das wird dann einfach kurz abfotografiert, um es festzuhalten. Weil sonst wäre ich vielleicht Performance-Künstler geworden oder würde Statuen machen, nur da bin ich nicht so gut drin. Für mich ist Armin ein fröhliches Enfant terrible und der fantasiebegabteste Fotograf unserer Zeit. Ich bin ein ziemlicher Monk. Also ich bin wahnsinnig selbstkritisch und ich bin niemand, der sich selbst weihräuchert. Es gibt Leute, die sagen, oh, und alle müssen applaudieren und müssen klatschen und so. Das habe ich gar nicht. Also ich bin kritikfähig, ich bin sehr brutal, denn wenn ein Bild am Computer entsteht und es gefällt mir nicht, wird sofort gelöscht. Ihr hattet ja jetzt die sehr, sehr erfolgreiche Ausstellung mit Bryan Adams, welche ja auch aus Fotografien bestand. Wie seid ihr jetzt auf Armin Morbach aufmerksam geworden und weshalb habt ihr euch dazu entschlossen, nochmal eine Ausstellung zu machen mit Fotografien? Wir haben 2013 im NRW-Forum in Düsseldorf eine Ausstellung gesehen, eine Gruppenausstellung, State of the Art Photography. Die war kuratiert von FC Gundlach unter anderem, Andreas Gurski und Biesenbach vom MoMA in New York. Und da war unter anderem eben auch Armin Morbach ausgestellt. Als Quereinsteiger, wir sind auch Quereinsteiger, vielleicht hat uns das halt auch noch so ein bisschen dazu bewogen, mehr Augenmerk auf ihn zu legen. Ja, und dann haben wir jetzt sein Werk weiter verfolgt und sind super happy, dass wir jetzt inmitten seiner Werke hier stehen können. Ich wiederhole mich ungern, also ich bin niemand, der sagt, ja, das muss ich jetzt nochmal neu machen und so. Wenn es abgehakt ist, abgehakt. Es gibt viele Fotos. Ich habe letztens mein Buch kuratiert mit 1500 Bildern und da ist auch viel Scheißdreck dabei. Also es ist auch viel Scheiß, wo ich sage, oh, das finde ich einfach nicht schön. Aber ich glaube, dass die Bilder, die hier ausgestellt werden, zeigen schon so ein bisschen einen Querschnitt, so ein bisschen wie ich bin. Warum wir jetzt das zweite Mal Fotografie zeigen, ist einfach, dass wir in der Kooperation mit Crossover, sprich in Person Anke Degenhardt und Michael Drinkahn, nach diesem Erfolg von Bryan Adams einfach beschlossen haben, jetzt noch enger zusammenzuarbeiten. Hat den Vorteil, dass wir eben auf hervorragende Fotografie zurückgreifen können und wir damit aber auch unser Profil, unser Galerieprofil schärfen können, wo wir beide der Meinung sind, dass Fotografie das authentischere Produkt für uns ist. Und ja, das wollen wir fortsetzen. Jetzt hoffen wir erstmal auf eine erfolgreiche Ausstellung mit Armin Morbach. Ja.